Test. Tag, neuer Tickety Test mit mir. Ich bin Steffen, das ist der Clifton 4 von Hooker 11 und das ein Gymnastikball. Den habe ich in letzter Zeit etwas lieb gewonnen, denn ich konnte verletzungsbedingt leider nicht besonders viel laufen. Und dann kam der Vierer um die Ecke. Ich habe mich sehr gefreut. Und den Zweier und den Dreier habe ich ja bereits ordentlich gefeiert. Den Einser leider nie gehabt. Er kam zur richtigen Zeit und jetzt geht's wieder auf die Piste. Der Clifton 4 ist diesmal mit auffällig neuem Look am Start. Die typische Hooker-Mittelsohlenkonstruktion bleibt dagegen unverändert. Zum Glück möchte ich fast sagen, denn das ist es doch, was den Schuh für mich zu größten Teilen ausmacht. Er ist immer noch leicht und das trotz der dicken, aufgebogenen Meta-Rocker-Konstruktion. Leider ist er aber ein Ticken schwerer als seine Vorgänger. Laut Pressemitteilung hat er neues Schaummaterial, was die Dämpfung langlebiger macht, was natürlich ein Entwicklungsfortschritt wäre, den man mit 20 Gramm mehr an den Füßen gerne mit sich rumträgt, je nach Einsatzgebiet. Denn wenn man eines den Hooker vorwerfen kann, dann ist es die Langlebigkeit, die nicht ganz so ausgeprägt ist. Ich bin gespannt und Dr. Nobs hat sich den Schuh schon mal genauer angesehen. Hooker 11 Clifton 4. Kategorie Lightweight Training. Untergrund Straße. Gewicht 265 Gramm. Sprengung 5 mm. Preis 130 Euro. Da ist er also. Recht lang getestet diesmal. Der Sommer ist vorbei, es wird kalt, der Herbst hat Einzug erhalten. Und nach etlichen Kilometern in Kroatien, Bayern, NRW kann ich mit gutem Gewissen sagen, auch der Clifton 4 bleibt mein liebster Straßenlaufschuh. Er hat leichte Vor- und auch leichte Nachteile gegenüber seinem Vorgänger. Grundlegend ändert sich nicht viel. Der Fuß ist nach wie vor sanft eingebettet und das Nonplusultra-Abrollverhalten bleibt bestehen. Er ist allerdings etwas mehr gestützt hier im Mittelfußbereich, was durchaus auch seine Vorteile hat. Man muss sich ein bisschen umstellen im Gegensatz zum Vorgänger, aber er macht bisher einen wunderbaren Eindruck und es könnte schon sein, dass er wirklich tatsächlich etwas langlebiger ist. Schauen wir mal. Ja, und trotz des hohen Komforts ist es nach wie vor ein sehr schneller Schuh, mit dem ich sicherlich einige Wettkämpfe bestreiten werde. Nächste Woche Sonntag geht schon los, der Röntgen Ultra. Da nehme ich diesen Schuh auf jeden Fall mit. Leider ist er etwas schwerer geworden, aber für so eine Hammerdämpfung ist er immer noch sehr, sehr leicht. Und apropos Dämpfung, ich meine, die neue EVA-Mischung in der Mittelsohle ist etwas härter als beim Vorgänger, ist aber völlig okay. Ich habe ihn auf verschiedenen Untergründen getestet. Auf anspruchsvollen Trails ist es sicherlich nicht der richtige Schuh, aber ansonsten auf Schotter, Waldwegen und auch Asphalt ist es natürlich ein Wahnsinnsteil. Komfort sitzt angenehm. Top-Dämpfung, Spitzenabrollverhalten. Qualität gut, soll länger halten als sein Vorgänger. Schauen wir mal. Look, ganz cool, mehr auch nicht. Preis 130, fair. Ich kann den Clifton 4 wie gesagt empfehlen. Eine Weiterentwicklung ist spürbar. Wenn er wirklich etwas länger hält als die Vorgänger, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und bei mir streiten sich im Schulregal schon der Clifton 3 und der Clifton 4 um die Top-Position für den Straßenlaufschuh. Vergesst nicht, mir ein Like zu geben, das Video zu teilen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Besucht mich auf Facebook oder meinen Blog. Ich freue mich auf euch. Tschüssi, euer Steffen.